Anspart. Meine ersten Erinnerungen im Fußball sind mit der Familie am Sportplatz, neben dem, wo wir gewohnt haben, wo die Grossen gespielt haben. Auch ein Zweitligamatch war, dass sie geschaut haben und dann nebenan auf dem kleinen Platz selber geshootet haben und haben es probiert nachzumachen. Das war im September 2015, auswärts gegen den FC Basel. Das erste Spiel im grössten Stadion in der Schweiz und gerade irgendwie 26.000 Zuschauer gehabt. Also ein ganz schöner Anfang mit der kleinen Nervosität, aber es ist sehr gut gegangen. Ein Tiefschlag war vielleicht, wo wir auch mit dem ganzen Verein ein bisschen müssen kämpfen vor zwei Saisons. Und dann aber uns können befreien mit dem 3:0 gegen Zürich, wo uns dann so ein bisschen Ende der Saison sicher gerettet hat. Das war die Saison von Zürich. Ich bin sehr gerne Fußballprofi. Die Arbeit gefällt mir sehr. Auch wenn das Wochenende reserviert ist für den Match, wir arbeiten eigentlich die ganze Woche auf das Spiel an, das dann am Samstag oder Sonntag stattfindet. Und ja, da freut man sich immer wieder drauf, zum Shooten. Marco Arattori, mit dem habe ich es sehr gut gehabt. Auch jetzt in der Mannschaft einige Kollegen, wo man auch mal was macht. Ein Ort, wo man Kraft gibt, ist bis daheim jetzt auch. Der alte Sportplatz, wo wir vorher noch viel gewesen sind, wo ich noch etwas gerne gehe. Geld gehört dazu, man braucht es zum Leben in unserer Gesellschaft. Aber jetzt es ist nicht mein Hauptansporn, vor allem auch nicht im Fußball. Und für was ich Geld ausgebe, ist noch die Frage. Ja, Wohnung, Auto, ab und zu Kleider, aber auch nicht im grossen Stil. Und ja, gehe lieber schön essen.